Herzlich willkommen, liebe Freunde, und was geht ab? Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Wochenende ist am Start und wir kümmern uns heute um Verocity, um den VRA-Token, um die Kryptowährung Verocity, was es für neue Nachrichten gibt. Und es gibt richtig, richtig gute Nachrichten, warum ich einfach nur fest davon überzeugt bin, dass Verocity in 2024 im Kurs extrem gut performen wird und es für mich einfach nur eine Frage der Zeit ist, bis wir die 50 US-Dollar Cent sehen. Es gibt auch Gerüchte um eine große Partnerschaft, auch das verdichtet sich immer mehr und sollte das so kommen, liebe Freunde, dann können wir uns, glaube ich, auf was sehr, sehr Spannendes und Großes gefasst machen. Aber bevor ich hier zu viel verrate, lasst mir vorneweg sehr gerne ein Like da. Das ist wirklich das, was den Algorithmus hier auf YouTube mit am meisten pusht und natürlich die Watchtime. Also bleibt bis zum Schluss dran. Lasst mir sehr gerne ein Abo da. Wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night, Doe, Mann, ich wach über den Markt und geb Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Gehen wir direkt rein, liebe Freunde. Was Verocity ist und für was der VRA-Token da ist, ist vielen von euch klar. Denen es nicht klar ist, denen erkläre ich es jetzt. Und zwar hat Verocity sich zur Aufgabe gemacht, Bots, Fake Views, die es auf YouTube gibt, aber auch auf anderen Plattformen, TikTok, ihr seht das manchmal unter meinen Videos oder es ist euch schon mal bei TikTok aufgefallen oder euch wird Spam-Werbung vorgeschlagen, was es jetzt auch bei YouTube gibt. Im Vorfeld der Videos, wenn diese Werbung eingeschaltet wird, gibt es oder gab es hier das mit Brett Garlinghaus, ja, sendet mir eure XRP-Token, eure XRP-Coins, Entschuldigung, ich vervierfältige die oder verdopple die. Jetzt gibt es sowas Ähnliches mit dem Solana-Manager, also fallt da nicht drauf rein. Das ist der Werbebetrug. Das ist der Fake, den es aber nicht nur hier gibt, den gibt es auch bei großen Online-Anbietern wie Amazon und so weiter, eBay und so weiter und so fort. Auch das, was manchmal an den Seiten angezeigt wird, auf den Internetseiten, auch da ist viel Fake und Schmutz dabei, aber das sollte jedem klar sein. Und dadurch haben Firmen Social-Media-Auftritte Kosten, die ihnen fehlen durch solche Fake-Klicks, Fake-Bots, auch Fake-Views, die es auf YouTube gibt. Und da hat Verocity mit dem Proof-of-View-Verfahren, was patentiert ist. Es ist patentiert. Niemand sonst darf dieses Verfahren in irgendeiner Form auch nur anwenden oder es anders nennen. Also das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und das hat nur Verocity. Und der VRA-Token dient natürlich auf der Plattform, um da Transaktionsgebühren zu zahlen, um die Community auch zu entlohnen und natürlich auch für uns als Investoren, um damit spekulativ Geld zu verdienen. Und das werden wir. Dafür bin ich auch da, euch zu sagen, wann gute Einstiegspunkte sind, wann ich aussteige. Da bin ich offen und transparent, definitiv. Aber bevor wir uns hier oder ich mich weiter verquatsche, sind schon 4 Minuten rum, zumindest hier auf meiner Kamera, gehen wir drauf ein. Hier nochmal der Internetauftritt von Verocity, also die offizielle Seite Verocity.io. Seht euch die gerne mal an. 300.000 Nutzer, auch aktive Nutzer, also nicht irgendwelche, die sich im Hintergrund halten oder da Verocity nicht supporten. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Verafuse ist hier nochmal im Detail erklärt, aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht so groß drauf eingehen. Verafuse wird im Vorfeld auf die Plattform geschalten mit der Blockchain-Technologie natürlich, Proof of View, POV besser gesagt, und kann dann Fake Views, Fake Klicks, alles eliminieren. Das wird erst gar nicht zugelassen auf der Plattform, dass nur echter Traffic durchgelassen wird in Social Media und das ist einfach echte Werbung geschalten wird auch und das ist einfach ein absoluter Mehrwert für alle möglichen Firmen. Das ist nicht nur für YouTube, das ist nicht nur Fake Klicks, Fake Werbung, das ist ein riesengroßes Feld, was da genutzt werden kann. Auch eine riesen Community, das muss man dazu sagen, auch das sucht seinesgleichen. Natürlich hier auf YouTube merkt man das auch, was da für ein Interesse da ist. 321.000 Follower auf Twitter, Tendenz steigen. Auf Telegram natürlich 29.500, auf Discord 15.000 und so weiter und so fort. Reddit auch extrem, was Verocity da abreißt.
Auch die Roadmap von Verocity ist natürlich extrem interessant. Da steht sehr, sehr viel an in 2024. Also dieses Jahr, Vera Wallets kommt raus, die 2.0 Beta-Phase auch sehr interessant, da gehen wir nochmal drauf ein. Auch viele Auftritte sind 2024 geplant, auch in den USA, und das wird gleich noch sehr wichtig. Vera Wallet, die neue Off-Ramp, kommt auch Ende oder im Q4 2024 raus. Also das ganze Jahr ist gespickt mit vielen Neuerungen. Aber extrem, extrem gute Nachrichten kommen von Forbes Magazine. Das Forbes Magazine hat Verocity, besser gesagt Verafuse, hervorgehoben, um digitalen Betrug zu verringern oder besser gesagt, um ihn komplett auszuschalten. Wie AdTech die digitale Werbung verändert und ihre Wirkung steigert. Ich lese mal kurz diesen Abschnitt vor, weil er das Potenzial nochmal aufzeigt. AdTech hat die Geschäftslandschaft erheblich verändert und bietet leistungsstarke Tools, die den Werbebereich verändern und Marketingstrategien verbessern. Also es geht immer nur ums Geld, es ist nun mal so. Im Mittelpunkt dieser Transformation steht die zentrale Rolle von AdTech-Unternehmen, die die Effizienz und Effektivität von Werbemaßnahmen vorantreiben. Durch die Integration von Automatisierung, einschließlich KI und maschinellem Lernen, können Marken jetzt, wie so ein Lehrer, KI, können Marken jetzt Werbeflächen erwerben und Kampagnen in Echtzeit optimieren und so den Prozess der Einführung großer angelegter Kampagnen revolutionieren, ohne dass ein umfangreiches Marketing-Team erforderlich ist. Also auch wieder Wegrationalisierung durch Technik. Ist leider so im digitalen Bereich. Und da in Echtzeit, die ganze Sache auch in Echtzeit zu optimieren, wird Verocity eine Riesenrolle spielen. Gehen wir runter, und zwar digitale Werbung im Web 3. Web 3, das ist das Internet der Dinge, das ist das Internet mit der Blockchain-Technologie verbunden. Das heißt, du kannst deinen Content, deine Views überprüfen lassen mit der Blockchain-Technologie, was nicht mehr veränderbar ist, um auch die Authentizität zu gewährleisten. Inmitten der dynamischen Veränderungen im Bereich der digitalen Werbung hat sich Verocity als Vorreiter positioniert und das Potenzial der Web3-Technologien und die Prinzipien von Open Ledger genutzt, um einen Wandel innerhalb der Branche voranzutreiben und die Landschaft der Online-Werbung neu zu gestalten. Verocity mit Verafuse. Hier haben wir es. Verocity bekämpft AdTech-Bots Betrug mit Hilfe von Verafuse, einer Mischung aus Blockchain und KI. Richtig, Verocity ist auch im Grunde genommen eine KI-Kryptowährung. Und die KI-Technologie wird auch auf Verocity vorangetrieben und sorgt für sichere und transparente digitale Werbeintegrationen im Web3-Bereich. Was es für Bots schwierig macht, nahezu unmöglich, gefälschte Impressionen zu generieren. Dadurch werden immense Kosten gespart. Wir gehen weiter runter. Ihr könnt euch den Artikel gerne mal durchlesen. Ich werde ihn euch unten verlinken. Zusammenfassend lässt sich zu sagen, dass diese AdTech bei der Navigation von Unternehmen im sich entwickelnden Bereich der digitalen Werbung als wichtiger Verbündeter erweist, der nicht nur Tools, sondern eine transformative Kraft bietet, die die Zukunft der Werbung mitgestaltet, und Verocity mit Verafuse wird ihren Platz da einnehmen. Unglaublich. Also das echt heftig, und das Forbes Magazine in den USA ansässig. Wir hatten gerade schon mal das Thema USA. Merkt euch das schon mal für das, was gleich kommt. Verocity, sehen wir uns mal kurz den Chart an. Und zwar, bin ich davon überzeugt, dass die 50 Cent irgendwann einfach nur ein Zwischenstep sein werden. Ich gehe davon aus, dass wir die im Bullrun definitiv erreichen. Wir sind momentan vom All-Time-High, das über 2 Jahre her ist, 93% im Minus. Also von Kaufgelegenheiten oder da noch günstigere Einstiegskurse zu suchen, ihr könnt noch mal warten, bis der Kryptomarkt noch mal 20-30% korrigiert. Alles möglich auf dem Weg zum Bullrun, definitiv, haben wir alles schon erlebt. Aber ich persönlich sehe da keinen Grund, warum man nicht jetzt schon Positionen da eröffnen kann. Aber das muss im Endeffekt jeder selber sehen. Der Kurs natürlich seit einem Jahr 124% im Plus, ist jetzt auch nicht
der Riesenreise, aber wir kommen ja auch aus dem Bärenmarkt. Monatschart in minus 20% sogar, also 20% günstiger die ganze Sache. Ich habe auch nochmal nachgekauft vor einigen Wochen und denke, dass das Deck jetzt auf jeden Fall reicht. Okay, auch Twitter dreht ein bisschen durch mit den mit der Erwähnung im Forbes Magazine und so weiter und so fort. Aber auch wichtig, jetzt kommt noch mal eine gute Nachricht aus den USA. Es kommen mal gute Nachrichten aus den USA. Veracity hat dort die Zulassung bekommen der letzten Patentemigrierung dort. Und das ist auch wichtig. Und zwar heißt es da übersetzt, Veracity hat jetzt die volle Patentgenehmigung für Reward Video in den USA erhalten. Die Patentgenehmigung ist der letzte Schritt des Patentverfahrens, wobei Patente nach Zahlung der Gebühren erteilt werden. Also jetzt in den USA komplett patentiert. Die erfolgreiche Genehmigung dieses Patents wird es Veracity ermöglichen, Lizenzgebühren von Unternehmen zu verlangen, die unsere Technologie im Jahr 2024 und darüber hinaus nutzen werden. Welche Unternehmen werden das denn sein in den USA? Viele Sachen deuten darauf hin, wie ich gerade schon so in meinem Video aufgebaut habe, dass Veracity in den USA große Partnerschaften auf sich ziehen wird. Natürlich, was ist da ansässig? Google, YouTube, Ripple natürlich auch in San Francisco. Kleiner Spaß am Rande. Aber ich habe die Pro-Version von ChatGPT gefragt. Die kann man nutzen, wenn man weiß, wie es funktioniert, auch kostenlos. Egal. Und zwar Partnerschaften in den USA. Es hieß ja schon mal immer so mit Binance. Binance ist die größte Kryptobörse in den USA. Und da verdichten sich die Hinweise, dass eine Partnerschaft mit Binance im Raum steht. Jetzt natürlich das volle Patent in den USA, Partnerschaft mit Binance. Somit kannst du jetzt Geld quasi mit der letzten Patentierung, mit dem letzten Puzzlestück von Binance generieren. Und das wäre ein absoluter Paukenschlag. Und ich denke, dann wäre kosttechnisch hier die Rakete aber richtig am Abgehen. Um das mal auf YouTuber-Deutsch zu sagen. Also unglaublich. Ich denke, wir sind mit Veracity auf der richtigen Spur, im richtigen Asset investiert. Und jeder, der da noch gerne investieren möchte, kann das tun. Ist natürlich keine Finanzanlageberatung. Der Kurs ist immer noch absolut lukrativ und auf Monatsbasis sogar 20% im Minus. Lasst mir sehr gerne eure Meinung zu Veracity da. Seid ihr investiert? Was haltet ihr von dem Vortrag, von der Erwähnung im Forbes Magazine, von dem letzten Patentschritt, der in den USA jetzt gemacht wurde? Also das sind alles Riesenschritte. Mich wundert es, dass das noch gar nicht so publiziert wurde. Gestern, heute, vorgestern. Und ja, wenn ihr mich unterstützen möchtet, sehr gerne über Pionix und Bitget anmelden über meine Partnerbörsen. Das würde mich extrem freuen und auch unterstützen hier bei meiner Arbeit. Und wer darüber hinaus noch mehr tun möchte und eine Kanalmitgliedschaft auf meinem Kanal abschließen möchte, bekommt dafür natürlich dann auch Buy Alerts, Sell Alerts, was kaufe ich, wann verkaufe ich, welche Kryptowährung. Hier zum Beispiel habe ich einen Post für die Kanalmitglieder, lege ich mir neu ins Portfolio und beobachte ich, und dann gebe ich natürlich auch Kaufsignale, wann ich die kaufe. Also das muss man natürlich dann nicht eins zu eins kopieren. Ja, also das so als exklusiven Vorteil für die Kanalmitglieder. Okay, wie gesagt, vielen Dank für eure Unterstützung. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like, eventuell ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Peace. Hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.